Hallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM Enemy Within. So, ja, wir haben gerade eben, für mich zumindest gerade eben, den Heavy hier mal ein bisschen spielen lassen. Aber er braucht unbedingt das Munitionssparen-Update, also das ist echt unabdingbar. Weil wir können den einfach schlicht einfach nicht so derartig Munition verprassen lassen. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt hingedrückt habe, weil das ist jetzt irgendwie komisch gewesen mit der Steuerung. Offensichtlich. Wie der von hier nach hier gekommen ist, ich weiß ja nicht, ne? Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so sein. Wir gucken jetzt hier einfach mal rein. Hoffen nicht, dass es die Büchse der Pandora ist. Und es ist die Büchse der Pandora. Okay, wir haben sie auf jeden Fall auf uns aufmerksam gemacht. Darum verteidigst du dich jetzt erst einmal hier. Das Ähnliche machst du auch. Wir haben sie jetzt hier als Köder. Und müssen jetzt einfach mal für alle beide hier ein wenig Sicherheit schaffen. Und das so elegant wie möglich. So. Okay, damit ist das erste gebongt. Drei Leute haben schon mal angelegt. Und alle drei Leute schießen daneben. Nein, einer trifft. Ich brauche Munition. Okay. Sie wird schon mal stranguliert. Das ist jetzt eher weniger schön. Darf ich jetzt wieder? Okay, sie verliert dabei aber Lebenspunkte. Du kannst jetzt mal nachladen, weil du wolltest eigentlich den Helden spielen. Unser Heavy darf jetzt mal ein bisschen mal Action spielen lassen. Und töte mal den Alien-Kollegen. Waffensystem ausgefeilt. Keine Munition mehr. Ah, das ist einfach nur zu derb, was hier gerade abläuft. Die meisten müssen jetzt nachladen, das ist jetzt ein bisschen doof. Wie sieht's eigentlich mit den Leben hier aus? Sie ist die einzige, gut, sie macht jetzt erstmal heile, heile Segen. Das können wir ja machen, weil das wahrscheinlich noch die letzten Viecher auf der Karte sind. Und sie muss ja nach wie vor das Opfer spielen. Darum lassen wir jetzt erstmal das andere Viech kommen. Na? Wird das was? Nö, wird nix. Gut, das heißt, wir rücken jetzt mal langsam vor, um es noch weiter zu kredenzen. Und du gehst jetzt erstmal hier hin. Memes das Ganze auch für sie. Du lädst nach. Ich mache die andere Seite sauber. Und geht das hier mal durch, während unser Rekrut hier in der halben Deckung stehen darf und die anderen auch nochmal decken muss. Immer so eine Deckungsreihe machen. Und da ist schon das Biest. 5 Schaden, gut, das war von mir, oder? Einsatzziele erreicht. Okay. Da, wir haben einen Meld geschafft, haben keine Soldaten verloren und es ist alles soweit gut gelaufen. Wunderschön. So, wir haben jetzt einen neuen Soldaten dabei, der ist auch nicht schlecht. So, dalle. Dann wollen wir mal gucken. Ich werde die Heavies höchst, also die Very Heavies, werde jetzt einfach mal mitnehmen, weil die gefallen mir. Okay, wir haben tatsächlich ein Unterstützungs-Upgrade für sie bekommen. Sprinter oder Feuerschutz. Reflexschuss auch bei gegnerischen Angriffen, nicht nur bei Bewegungen. Das war ja schon unser Deal, wie sonst auch. Eliot ist tatsächlich ein Unterstützer geworden. Damit weißt du, wie du jetzt in Zukunft heißen wirst. Noch mehr. Weitere Verleihungen. Städtekampfabzeichen. Okay, Dürermann-Autopsie, bisschen mehr, 2 Sucherfracks. Neues Gebäude verfügbar, Werkstatt. Mhm. Jede Werkstatt stellt 5 Ingenieure unserer Mannschaft ab. Das habe ich bis heute noch nicht verstanden. Zieht die 5 Ingenieure von unserer bereits existierenden Crew ab oder hinzu? Das ist nicht ganz klar. Also für uns abstellen heißt natürlich, 5 Ingenieure bekommen wir. Unterm Strich. Aber wenn die Werkstatt 5 Ingenieure benötigt, um zu funktionieren, was ja durchaus auch Sinn macht, wo sind die? Sind das tatsächlich dann unsere Ingenieure weg und können wir Werkstätte bauen, wenn wir unter 5 Ingenieure haben?
Das ist jetzt, wie gesagt, die Frage. Okay, wir haben einen Unterstützungssoldaten bekommen. Afrika und Nordamerika sind, naja, ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, panisch, aber das ist jetzt eher weniger das Problem. Wir haben einen neuen Soldaten. Und zwar hier eine Unterstützerin, eine ziemlich gute sogar. Das hatten wir ja schon. Und da kommst du auch nicht drum herum. So, wir haben einen Seganten. Damit wäre dieses Problem erledigt. Wir müssen unbedingt einige Sachen kaufen, aber wir können ja nicht, weil wir haben keine Knete. Den Alien-Sicherheitstrakt, der kommt jetzt dann auch noch bald hinzu. Grabung abgeschlossen. Commander, wir bekommen eine Übertragung vom Rad. Sie kommt jetzt auf den Monitor. Okay, eine Ratsmission. Aha, untersucht gerade merkwürdige Berichte über einen Versuch. Ein nicht autorisierten französischen Militärkonvoi zu kidnappen. Wieso sollten ein... egal, über die Logik, da gehe ich jetzt erstmal später drauf ein. Obwohl die angeblichen Entführer Menschen waren, besagen unsere Geheimdienstinformationen, dass auch Aliens in der Gegend waren. Naja, Indoktrination beziehungsweise sowas ähnliches, Gedankenkontrolle, war nicht uninteressant, ne? Wenn das stimmt, wirft das einige Fragen auf über die Fracht. Ich erinnere mich, was wir am Anfang freigeschaltet haben. Könnte das sein? Die dort transportiert wurde. Wir brauchen einen Trupp, der sich die Sache ansieht. Die Einsatzzentrale kommt gleich mit unserem kompletten Bericht. Wir starten den Einsatz. Hervorragend. Wir sind auf Ihren Fortschritt gespannt. Aber du wirst jetzt erst einmal ausgemustert. Und zwar schmeiße ich dich jetzt erstmal raus, hole unseren Smokes eine. Die zwei schauen gleichmäßig grümmig aus. Ich glaube, du wirst später irgendwann so ein Mutantenviech. Du kriegst auf jeden Fall die Medikits. Das steht schon mal außer Frage. Scope, nehmen wir unseren Heavy mit. Ja, ein bisschen spielen wollen wir schon mit dem. Okay, dann. Heidi-o. Ich bin jetzt, wie gesagt, gespannt. Ist eingetroffen. Frankreich fordert dringend einen Einsatz an. Okay, erkunden Sie das Einsatzgebiet, finden Sie die übermögliche Überlebende sowie Fracht des Konvois, eliminieren Sie sämtlichen Widerstand. Es ist interessant, dass Sie dort eindeutig nicht die Alien-Invasion formuliert haben, also auf die Alien-Invasion beschränkt haben, muss man es eher sagen. Es gibt weit verbreitete Spekulationen bezüglich eines Überfalls auf einen französischen Militärkonvoi, aber gesicherte Informationen haben wir nicht. Am meisten Anlass zur Sorge gibt die Meldung des Rates, die auf Alien-Aktivität in diesem Gebiet hindeutet. Wir müssen die Stelle sichern und versuchen herauszufinden, was dort passiert ist. Sonderlich groß ist die Karte jetzt aber nicht. Aha. Das ist schon mal interessant. Wie klein eigentlich diese Karte ist. Guckt doch mal an, das ist... Hier ist Ende? Hier ist Ende? Und hier ist Ende. Oha, ich sehe ja schon, verteidigen Sie die Position. Das wird lustig. Das sehe ich jetzt schon kommen. Da brauche ich gar nicht groß spekulieren. Ja, gerade jetzt, wo wir Weihnachten haben, ist das Spekulieren mal wieder ganz, ganz, ganz wichtig. Man geht ja so gerne an die Börse spekulieren. Ah, ich liebe diesen Keks. Schön Spekulatius. Das ist bei uns, also wir nennen das zumindest so bei uns, dass wenn wir Spekulatius einkaufen gehen. Ich liebe diesen Gewürzkeks. Wenn wir das spekulieren. Beziehungsweise zur Börse gehen spekulieren. Und dreimal aufs Raten, wie das Vernichten Däner benannt wird. Okay, wir sichern hier aber das Gebiet jetzt ein bisschen weiträumiger ab, weil wir wissen ja nicht, was wirklich los ist. Wir haben aber die Möglichkeit, uns nicht um Mert kümmern zu müssen, weil wir hatten es ja nicht geschrieben, abgesehen davon, es steht hier nicht in rechts oben an der Ecke. Was uns natürlich zum Vorteil gereicht.
Es ist so ruhig. Es ist ruhig. Zu ruhig. Okay, es ist tatsächlich etwas, wo man wirklich nicht erfreut sein sollte. Gut, du deckst jetzt hier mal ein bisschen was auf, du hältst dir auch ein bisschen was aus. Aber nur ein bisschen was. Zumindest reparierst du dich ziemlich schnell. Ist plötzlich so heiß hier. Ja, was heißt plötzlich so heiß? Das sind zwei dürre Männer. Das ist jetzt eher weniger heiß. Das ist eher amüsant. Okay. Oh, Bier. Können eigentlich Mech-Soldaten vergiftet werden? Es macht ja noch Sinn. Noch sind sie ja menschlich, aber sie sind vielleicht nicht mehr menschlich genug. Es wäre zumindest eine interessante Frage. Geht in Ordnung. Okay, dann gehst du erstmal hier hin und machst einen Feldposten. Ich muss jetzt hier ein bisschen nachstürmen, weil wir halt wieder was aufgetriggert haben, was nicht so wirklich das Genialste war. Okay, wir sehen auf jeden Fall das erste Alien. Das zweite Alien kommt sogleich. Verstanden, Commander. Aber du gehst erstmal hier hin und spielst ein bisschen Sniper. Du bist ein Unterstützer und hast kein Medikit von uns mitbekommen. Ja gut, dann halt. Na gut, dann halt nicht. Du kannst aber vielleicht ein bisschen mitspielen hier. Du kannst sie mal ein bisschen schützen. Mit dem bisschen Gas. Werfer auch! So, damit ist sie auf jeden Fall schlechter zu treffen. Und kann noch dazu dort sitzen bleiben mit der halben Deckung. Okay. Hat jetzt auch tatsächlich was gebracht. Das ist sehr schön. Wie lange hält eigentlich nochmal diese Granate? So muss man es eher formulieren. Haben wir irgendeinen Rekruten dabei? Emma ist eigentlich nur ein Rekrut. Das sind alles eigentlich Rekruten, wenn man es genau nimmt. Sie ist natürlich die heavyste, also die weit am fortgeschrittenste. Was jetzt nicht unbedingt sehr gut ist. Ich stehe auf jeden Fall da doof, wo ich gerade stehe. Gut, okay. Aber sie könnte mal dorthin gehen. Plätzchen tauschen. Mal ein bisschen gucken, was er treffen kann. Sie trifft den ganz gut, dann schieß mal. Passt. Einer weniger. Ich kann jetzt an ihre Position gehen. Kann damit möglicherweise jemanden den Arsch retten. Okay, der Rauch wird wahrscheinlich noch eine Runde halten. Bin mir aber jetzt aber nicht sicher in dem Punkt. Du gehst jetzt mal einen Schritt weiter, vielleicht kann dann der Rekrut nachkommen. Und ja, 47% ist ein bisschen mager. Aber komplett daneben. Offensichtlich hindert der Rauch dich mehr, als er dich schützt. Und der Rekrut. Okay, dann halt nicht. Bist im Rauch aber schlechter zu treffen und das ist erstmal der Sinn und Zweck des Ganzen. Du gehst jetzt mal hier hin und guckst nach, was du hier gerade wegsprengen kannst. Darf wer eigentlich noch sonst noch schießen? Nope, du bist der Letzte in der Reihe. Das heißt, probier's mal. Mit ein bisschen Munition. Nee, wurde nix. Rekalibriere Zieloptik. Ingenieurteam wegen möglicher Reparaturen verständigen. So kann man es auch formulieren, Freund. Begleitschaden. Kann ich den jetzt eigentlich? Zu wenig Munition. Okay, schade. Okay. Du hier könntest ruhig ein bisschen... Was ist das hier eigentlich? Scope, achso, okay. 60% Wahrscheinlichkeit. Jetzt 60%! Das war doch keine Prozentsatz mehr, aber keine Prozentzahl mehr, ey. Das ist. Ja. Verflucht! Ziel verfehlt! Okay, das probieren wir jetzt anders, da. Das ärgert mich jetzt ein bisschen.
Okay. Du gehst jetzt mal hier hin. Also ich selber mache jetzt hier mal ein bisschen die... Du darfst ja nicht schießen, ne? Ich gehe jetzt in die bessere Position und probiere auch mal mein Glück. Und habe jetzt tatsächlich auch den Kill eingefahren, hä? Okay, wir machen jetzt erst einmal hier eine grundsätzliche Positionssicherung. Bin wieder online. Okay, hier sind Alien-Aktivitäten. Aber wir laden hier dennoch erst einmal eine Runde durch. Ich traue nämlich den ganzen Beraten nicht so ganz. Vor allem die Karte ist zu groß, also zu klein dafür, um große Spielereien machen zu können. Nachgeladen. Ja. Hier bewegt sich nichts, das ist skurril. Aber hier guck mal, hey, hier ist schon Kartenende. Was wollen wir hier noch einen großen Konvoi holen? Na gut, dann halt nicht. Dann langsames Vorrücken. Ziel in Sicht. Okay, so ein Dürrer. Ja, weniger das Problem jetzt. Warum könnte sich vielleicht der Heavy kümmern? Oder wir lassen das Ganze hier von diesem Rekruten mal ein bisschen erlegen. Spurte mal hier an die Ecke. Da du hier einen Scope hast, bist du da auch natürlich besser bewaffnet. Und ausgerüstet. Nette Bilder. Okay. Aber wir lassen uns hier jetzt einfach mal nicht von moderner Kunst ablenken. Und sagen... was ist denn das? Auto, okay. Das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Und ich sage, wir setzen uns hier hin. Dann jump. Allein schon, wie die springt. Das sah im ersten Moment so aus. Arschbombe! Ah, herrlich. Okay, du pflanzt dich mal in die andere Ecke, um den dürren Mann ein bisschen gegenzuspielen. Während unser Heavy, der darf ruhig ein bisschen vorrennen. Da habe ich kein Problem mit. Er sollte möglichst wenig triggern erstmal. Wie Sie befehlen. Es würde mich nicht wundern, wenn der eiskalt durch Wände geht. Okay, unser erster Reflexschuss wird von mir abgesetzt, der so gar nicht trifft. Und wahrscheinlich, jo. Au! Au, das tat weh. Alienwaffen gestorben. Sie wurden mit konventionellen Kugeln getötet. Au. Au. Junge. Jungchen, das tut weh. Warum machst du sowas? Warum tust du mir das an? Hä? Okay, dann... Der sieht ihn nicht. Das ist eiskalt Luftlinie für einen Freund hier. Na gut, dann halt nicht. Ich sehe ihn aber. Pflanze mich hier hin. Damit bin ich in ihrer Reichweite. Okay. Sie pflanzt sich direkt daneben hin und sagt einmal heile, heile Segen. Ganz ruhig, Soldat. Damit wird er uns nicht beim ersten Kill davon sterben. Der Heavy geht mal erstmal hier hin. Vielleicht sieht er ja was. Ja, und er sieht ihn auch. Ansonsten darf nur noch ich und Beck Hubert. Okay. Gucken wir uns erstmal an. 55%ige Trefferchance. Ja, probier's. Jo, das ist doch mal geil. Sehr gut. Ja, finde ich auch. Das gefällt mir. Okay, nachladen. Sie macht jetzt hier mal einen Deckung. Neue Musik. Die kenne ich noch nicht. Die macht mir ein wenig Unbehagen. Position bestätigt. Okay, aber wir haben aber mit der Fracht selbst noch nichts wirklich zu tun. Der Konvoi scheint hier offensichtlich irgendwo in der Ecke zu sein. Oder ist das hier der Konvoi? Ja, ich weiß. Also das Lager, das Transportteil des Konvois. Noch jetzt mal kurz Deckung hier. Du bist ein miserabler Sniper, darum kommst du auch runter. Und gehst mal hier hin. So. Damit wäre das
schon mal erledigt. Du gehst mal hier in die volle Deckung. Du spielst als Heavy den Sniper. Zumindest hast du da schon mal besser abgelegt als der andere. Und, yo. Wie heißt die? Ilyushina. Na, Ilyushina? Ha! Keine Ahnung. Okay, aber gut. Ob ich die jetzt richtig ausgesprochen bekomme, ich werde es wahrscheinlich nicht bekommen. Kami weiß Bescheid. Das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fertig, Gott.